dann wollen wir uns diese Box mal ansehen. Mit Yomi zusammen. Ah, Santa. Siehst du? Das ist in der Box. Du kannst frei rein oder raus. Das ist die Juwelenbox. Magische Ringe und Beschwörungsmedaillen werden hierhin verfrachtet. Du kannst außerdem hier deine Menge an Magi Rock zum Herstellen von Magie einsehen. Um Magie zu benutzen, gehst du zum Itemraum und wählst diese Jewelbox als Item aus. Das ist das Battle-Handbuch. Damit lernst du, wie man in einer Fußgängerzone den Leuten Geld abknüpft. Nein, natürlich nicht. Wenn man wissen will, wie man attackiert, soll man das da lesen. Okay, was zeigt uns denn? Das ist der Stärkespiegel. Hier kannst du deine Stärke, deine Verteidigung, dein Glück und deine Erfahrungspunkte checken. Ich muss das jetzt so vorlesen. Das ist der Optionsbildschirm. Hier kannst du die Konfiguration der Einstellung ändern. Das ist die Karte. Was da drauf zu sehen ist, wird wohl klar sein. Das ist das Journey Guidebook. Unser persönliches Logbuch, würde ich sagen. Und es enthält viele hilfsbereite Dings, Tipps und so. Gehen wir zum nächsten Raum. Items. Das ist der Itemraum. Items werden hier platziert. Um einen zu benutzen, drück den X-Knopf. Aha, wenn du es jemandem zeigen willst, musst du es equippen. Point the item and press L. Ah, dann können wir uns auch die Informationen direkt angucken, ohne es auszuwählen. Ich werde es dir beschreiben. It's the same for weapons and armor. Also es ist immer das gleiche für Waffen und Rüstung. Und hinter mir ist das ganze Loch. The whole hole. It consumes anything. Ah. There's a whole hole in the three rooms. Item, armor and weapons. Wenn man irgendwas wegschmeißen will, schmeißt man es da rein. Quasi, wenn man Items nicht mehr braucht, beziehungsweise keinen Platz hat, wird das da reingeschmissen. Gehen wir zum nächsten Raum. Ja, das ist der Waffenraum. Be careful, you have to be equipped with a weapon to fight. Ja, man muss schon eine Waffe haben, um zu kämpfen. So, das ist der Rüstungsraum. Das sollte auch klar sein, was das ist. Und im nächsten Raum sind wir wieder im Center. Now you, go explore this box yourself. Oh yeah, you should go to the weapon room again. You'll find something that awaited freedom with me. I think you'll get to like it, she. Alles klar, ja, wir werden es auf jeden Fall mögen. Das denke ich auch. Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Mülleimer. Egal, erstmal muss ich hier durch und ab in den Waffenraum. So, in den Waffenraum rein. Jetzt haben wir hier ja She. Dieses Siegel wurde gebrochen. Ha! Kannst du mich hören? Ich habe hier auf jemanden gewartet, der mich benutzen kann. Aufblasbare Gummipuppe. Menschen, upon gaining intelligence, will learn of my existence. Using me, humans will gain power and expand their world. Ja, mit diesem Gegenstand zusammen wird man mehr Power kriegen und die Welt erweitern. Like others before you, you have opened this box and met me. Ja, wie andere schon zuvor, hast du diese Kiste geöffnet und mich getroffen. Hast du den Mut, mich zu benutzen? Oh yeah, baby. Dann nimm mich in deine Hände. Exakt. Ah, exactly. As your soul desires. Alles klar. Ja, she obtained a weapon. Sieht aus wie ein kleiner Speer oder so. Ja, okay. Ich habe eine Waffe erhalten. Und jetzt? Ha! Sieht aus,
Als ob es dich mögen würde. Ups! Best get outside. Alles klar, wir haben Gesellschaft. Ah, Ella. L. She. Ist alles in Ordnung? Ich habe gehört, dass du hier reingekommen bist. Was ist das denn? Sheesh. Das ist ja wirklich eine tolle Anrede, die ich hier kriege. Es kann reden? Ich weiß nicht, aber es scheint harmlos zu sein. Was gibt's, Al? Ich weiß auch nicht. She, ich habe Angst. Ich bin einfach so ängstlich. Ich habe das Gefühl, dass irgendetwas beginnt. Irgendetwas, was mich wirklich ängstigt. Nimm mich in deine Arme, bitte, nimm mich. Nein. So, bitte, lass mich nicht alleine. ETF? Ach du Scheiße, jetzt ist sie zu Eis geworden. Was hast du mit L gemacht? Scary, but right about now, everyone in the village should be like that. Warum? Warum schaust du mich so an? Es ist nicht meine Schuld. Ich war nur in dieser Box hier gefangen. Aber ich schulde dir was, um mich zu befreien. Also erzähle ich es dir. Erzähle ich dir, wie du das Mädchen wieder zurückverwandeln kannst. Oh ja, bitte, 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 bitte. Ich will es unbedingt tun. Raus aus dem verschlafenen Nest hier und explore the world you live in. Erforsche. Erforsche die Welt, in der du lebst. Aha. Later. Oh, toller Tipp, ganz ehrlich. Wir sollen jetzt exploren gehen und dann die Zukunft rausfinden und dann finden wir auch einen Weg, sie wieder zurückzuverwandeln. Und das muss schnell geschehen. Hey, was soll das bedeuten? Denkst du, du kommst davon? Ich muss hier raus. Nein, Al, es tut mir so leid. Sag doch bitte was. Was geht vor? Der Älteste, that fogey, had that box hidden away. The old timer ought to know something. Ja, der Alte muss irgendwas wissen. Und bestimmt finden wir den jetzt oben auch eingefroren. Freeze, Mr. Freeze. Ja, Mr. Freeze war hier im Werk. Gleich kommt Batman um die Ecke gesprungen bestimmt. Alle eingefroren. Hier, Elder. Keiner da. Oh nein, ich will an die, Chests. Wie, darf ich nicht? Oh, finde ich jetzt aber doof. Ich will mich auf das Kissen setzen. Ich bin der Elder. Okay, nein. Jetzt mal ernsthaft. Das ist gerade sehr traurig. Da ist er. Hey! Was ist hier passiert? Sag's mir, Alterchen! Du dummer Idiot. Du bist daran schuld, dass wir in dieser Situation feststecken. Ich habe gesagt, dass die Tür niemals aufgemacht werden darf. Weil ich mich genau davor gefürchtet habe. Aber wir können diese Leute nicht in dieser Art zurücklassen. Willst du sie wieder zurückverwandeln? Ja, natürlich! Darn right! If you know how, tell me now! So sei es, She. Verlasse das Dorf. 5 Türme warten auf dich. Außerhalb des Dorfes? Was ist außerhalb des Dorfes? Und was meinst du mit Türmen? Das Tor ist geöffnet. Aber hast du die Fähigkeit zu gewinnen? Er ist durch mich durchgelaufen. Ich bin ein Geist. Hey, was zur... Hallo, red mit mir. Elder... Was gibt's, She? Ja, über die Türme nachfragen. Ey, Großvater, was sind diese Türme? Du... Nein. Niemand hier hat jemals seinen Fuß da reingesetzt.
5 Türme warten draußen. Jeder kontrolliert lebende Dinge. Das ist alles. Du musst die Antworten in den Türmen selber suchen. Okay, das werde ich tun. Darf ich jetzt hier dran? Take what you find in that chest. It should be of use. Alles klar, Granddad. 50 Gems. Ja, das dürfte Geld sein. Ja. Mal sehen, was ich da finde. Ah, S-Baub. Alles klar. Finde ich da noch irgendwas? Nein. Gut, dann müssen wir jetzt wohl in die Türme gehen. Erstmal in die Box. Settings Memo, Change No, Cursor, Sound Window, BGR, B, Text 1, Gorge, A, B, C, D. Lass mal einfach mal auf A stehen. Jewelry Box, nein. Die Waffentür. Ah, Kreisbär Equip. You're equipped! Nein. Gut, alles klar. Ich bin ausgerüstet. Mit Kreis. Hau ich mit Kreis zu oder so? Was kommt jetzt? Was ist das? Aha, da ist das Tor. Das ist also das Tor, von dem der Alte geredet hat. Draußen, hä? Klingt interessant. Ich werde überall hingehen. Nur um sie zu retten! Oh yeah, das ist mal stylisch. Okay. Ob ich hier auf der Übersichtskarte in irgendwelche... Ups. Kämpfe verwickelt werde? Also hier ist auf jeden Fall so ein Turm. Turm Nummer 1. Ha, das ist es also, was Großvater einen Turm genannt hat. Ha, ich bin gespannt. Okay, und ihr seid bestimmt auch gespannt. Aber um die Spannung hochzutreiben, werde ich jetzt die Aufnahme beenden. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Mein Name ist Shibuya. Das war Episode 3 von Terranigma. Und wir sehen uns bald wieder. Bye, bye.